Sollen wir? Ja? Ja, jetzt sieht man's. Jetzt, Gott sei Dank, jetzt sieht man's. Schön. Ja, gut. Und wie ich heiße? Das willst du alles? Ach Mensch, Lisa, mach doch keinen Scheiß. Du hast doch alles aufgeschrieben. Ach komm, mach nicht so einen Quatsch. Lass es sein. Du weißt doch, wer ich bin. Oder? Mich hat keiner gefragt, wann ich auf die Welt kommen will. Keiner wird mich fragen, wann ich gehen will. Das heißt, dass die Verantwortung für mein Leben liegt nicht bei mir, sondern bei meinem Schicksal. Dieser Zirkus um die 100-Jährige, das hängt mir zum Hals heraus. Als Vater aus dem Kriege kam, gingen wir 1920 nach Berlin. Und ich zeichnete schon als Junge gerne und ich zeichnete eines Nachmittags auf ein Blatt Papier. Und wie mein Vater kam, zeigte ich ihm das Blatt und denke, nur freut er sich. Dann nimmt er das Blatt, hält es gegen das Licht und sagt, guck mal hier, Wasserzeichen, Eigentum der Stadt Berlin. Du durftest auf das Papier nicht zeichnen. Unter diesen Bedingungen, den Beschränkungen, bin ich groß geworden. Das war preußisch. Du kennst das Preußentum nicht. Aber du musst wissen, im Preußischen gab es bloß die Wahrheit, die Wirklichkeit, den Gehorsam, die Ordnung und die Pflicht. Also alles andere gab es nicht. Wie wir gedacht haben, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Heute sind eure Gedanken ganz anders. Eure Gedanken, die bewegen sich in Dimensionen, die sind mir vielfach zu abstrakt, aber ihr habt viele Zwänge abgeschafft, aber ihr habt euch andere Zwänge aufgetan. Die Frage, wie du im höheren Alter mit der Zeit umgehst, das ist das Problem, nicht wahr? Ich denke an heute und ein bisschen an übermorgen. Ich bin eigentlich witzigerweise einer, der total oft in der Gegenwart lebt. Altes Lied, das Glück kommt selten, per Post, zu Pferde, es geht zu Fuß, Schritt vor Schritt. Ich war glücklich, weil ich eine Frau gefunden habe, die die schönste von allen gewesen ist und die liebste. 60 Jahre, stell dir das vor. Ja, was soll ich von meiner, mein Gott, Isa, was soll ich erzählen? Ja, das ist Gretlein, die hat mir geschrieben, kurz vor ihrem Tode, noch dement, hat sie mir geschrieben, dass wir uns geliebt haben. Glücksgefühle hast du nur Sekunden und behältst die Erinnerung an Glück. Ich habe sehr bald zu meiner Frau gesagt, Gretlein, so hat sie geheißen, wenn einer von uns einem begegnet, dem er besser gefällt, dann wollen wir uns freigeben. Und das ist so gekommen. La, 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 la. La, 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 la. Mein Gott, hinter ihr sind die Männer hergerannt. Also wir hatten uns die Freiheit gelassen. Und deswegen hat es gehalten. Well, born, so nur erzählt andere Fragen. Meine Methode zu malen, die ist interessant. Ich bin nicht mehr als einer, der die Sehweise der Gesellschaft
reproduziert. Das ist kein großer Künstler. Aber ich bin ein guter. Bin dabei gut, aber ich bin nicht groß. Ich lasse es so. Ich lasse es so. Guck es dir mal an. So ganz verkehrt ist es nicht. Ich finde es ganz gut. Bah, so muss es sein. Ja, ja. Du überhöhst mich in dem Maße, in dem du denkst, dass meine Lebenserfahrungen so sind, dass ich sie weitergeben kann. Die Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, reichen gerade für mich. Erfahrung, Lisa, kannst du nur ganz alleine machen. Eine Erfahrung kann ich keinem anderen, meine Erfahrung, auch keine Erfahrung, kann übertragen werden. Erfahrungen müssen auf sich selber kommen. Wenn sie nicht selber sind, wirken sie nicht. Deswegen guck sie zu, dass du deine eigene Erfahrung machst.